Heute Abend auf UNN. Auf einer weiteren Welt ist eine offene Revolte ausgebrochen und Imperator Mengsk verweigert noch immer jeglichen Kommentar. Fällt die Liga um uns herum auseinander? Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Meiner persönlichen Meinung nach... Jetzt steckt der alte Mengsk richtig tief in der Scheiße. Wegen mir kann er dran ersticken. Du siehst beunruhigt aus. Du hast in die Geisterwelt geblickt und etwas gesehen, was dir nicht gefällt. Ist es Kerrigan? Sieht so aus, als hätte der Overmind Kerrigan erschaffen, um die Zerg von irgendwas zu befreien. Irgendwas, das will, dass sie die Protoss vernichten. Irgendwie ist alles schiefgelaufen. Nichts läuft wie geplant. Und jetzt lauert da draußen auch noch etwas, das uns alle vernichten will. Zerg, Protoss, das sind mächtige Spezies. Wie furchterregend, wie gewaltig muss etwas sein, das mit ihrem Schicksal spielt. Ich habe mir mal die Aufzeichnungen angesehen. Diese verdammten Protoss sind uns noch immer meilenweit voraus. Einige der Nummern, die die Typen abziehen, sind einfach unglaublich. Wem sagst du das? Die haben eine Menge neuer Tricks auf Lager, seit wir das letzte Mal gegen sie gekämpft haben. Ich meine, was soll der Mist? Seit wann können die ihre Leute einfach überall hinwarpen? Ich dachte, die bräuchten dafür mindestens so etwas wie einen Warp-Knoten. Nicht einfach überall hin. Sie brauchen schon einen Pylon oder eine andere Energiequelle in der Nähe. Aber sie arbeiten eben genau wie wir ständig daran, ihre Technologien zu verbessern. Verdammt, Matt. Ich weiß nicht mal, was ich mit der letzten Vision aus dem Kristall anfangen soll. Serathul hat nach mehr Hinweisen auf das Ende des Universums gesucht. Aber diesmal war er auf Ajur. Ajur? Wonach hat er gesucht? Er wollte herausfinden, warum der Overmind die Königin der Klingen damals überhaupt erschaffen hat. Sie ist diejenige, die das Universum zerstören wird? Nein, das ist es ja gerade. Sie scheint die Einzige zu sein, die das Universum retten kann. Und nun, Freund Rayner, müsst ihr an der Vision des Overminds über die Zukunft teilhaben. Das Ende meines Volkes. Das Ende aller Dinge. Dies ist unser Schicksal. Sollte Kerrigan sterben. Ja, ist das nicht schön, Leute? Das ist unser Schicksal. Sollte Kerrigan sterben, also das Schicksal der Protoss. Wisst ihr, was unser Schicksal ist? Unser Schicksal ist, dass wir von normal auf moderat runterschalten. Warum? Es ist ganz einfach, ich habe die Mission ungefähr jetzt mittlerweile wirklich 8-mal gezockt und ich habe immer verloren. Und warum das so ist, das werdet ihr in dieser Mission sehen. Wir schalten hier runter auf moderat und starten das Ganze. Ich habe keine große Lust mehr, eine Vision des Overmind anzusehen. Aber wenn Kerrigan darin eine Rolle spielt, ich muss es einfach wissen. Auf einer fernen, überschatteten Welt werden die Protoss zum letzten Gefecht antreten. Sie werden ihre Helden versammeln, ihre Streitkräfte aufmarschieren lassen und dann tapfer sterben. Aber sterben werden sie. Und meine Zerg werden Sklaven sein. Sklaven des Überlebens. Alle werden sich beugen vor der Macht des Gefallenen. Volk der Protoss, hört mich an. Das letzte Zwielicht ist gekommen. Die Galaxie brennt um uns herum. Die Terraner wurden verschlungen. Wir sind alles, was sich dem Schatten noch entgegenstellt. Und sollten wir heute unser Ende finden, so werden wir das gemeinsam tun. Entaro Tassada! Aber voll. So, wir werden direkt
auf beiden Seiten hier 5 Teile raushauen. Was sofort auffällt, sind die ganzen Gebäude, die hier schon stehen, denn es sind schon quasi alle Sachen da. Luftwaffe brauchen wir jetzt nicht. Ja, alle Sachen da, die man braucht. Und wir haben super tolle Missionsziele, nämlich töten Sie 1500 feindliche Streitkräfte und verteidigen Sie sich, bis der letzte Protoss fällt. Erhabener, das Gewölbe ist bereit. Gebt uns Deckung, während wir unser Wissen für diejenigen, die uns nachfolgen, sichern. Sie dürfen nicht die gleichen Fehler wie wir machen. So, und da haben wir auch schon unser Bonusziel, nämlich das Scheißteil hier verteidigen. Ich werde Erlösung finden. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich hab das mehrmals versucht jetzt. Es ist fast unglaublich. Wir dürfen nicht sagen, wie scheiße schwer das ist. So die Ehre gebietet. Wir müssen quasi einfach immer auf dem Radar gucken, von wo sie angreifen. Ich habe die letzten Schiffe unserer großen Flotte zusammengerufen. Ihr hättet zu keinem günstigeren Zeitpunkt eintreffen können, Admiral Urun. Wenn der Feind aus der Luft angreift, werden wir eure Unterstützung benötigen. Oh ja, oh ja. So, das Problem ist, Shosak Mognul. Das, ich weiß ja nicht, wie ich das euch erklären soll. Es kommen hier nicht ein paar Gegner. Es ist nicht so, dass ein paar Gegner auf uns einstürmen. Unser Leiden muss enden. Die Zerg haben die ihnen zugedachte Rolle wie geplant erfüllt. Meine Hybriden sind der Beweis dafür. Und nun werden die letzten der Protoss ihre Rolle erfüllen. Im Tod. Ja. So, und da sehen wir schon die Armee ankommen. Ein Teil der Armee, sprecht nämlich von hier oben. An? Fliegende Spastis sind dabei. Es wird so unglaublich viel auf uns losgelassen werden. Ich frage mich gerade, warum können wir denn keine... Müssen nach vorne. Upgrade durchgeführt. Ich werde meine Bestimmung. So, wir werden die immer direkt nach hinten ziehen. Schwer wiegt meine Bürde. Und dann gucken, von wo sie als nächstes angreifen. So, den haben wir rausgezogen. Eine Schmiede, Warpknoten, Photonen. Nee, wo ist das? Roboter Doc? Ja. Der Zergschwarm schließt zu unseren Flanken auf. Wir müssen schnell reagieren oder unser Verteidigungswall fällt. Vergangenheit vertreiben. Ich glaube von hier. Nein, andere Seite. Fuck. In Arudin Rashagal. Ja, wir haben quasi null Chance. Es ist also wirklich so, ne? Wir haben quasi fast null Chance, da zu überleben. Deswegen steht hier auch nirgendwo, dass wir irgendwas überleben sollen. Wir müssen nur 22 Minuten lang diese Scheiße da. Ach du Kacke. Ich meine, schaut euch an, was da für Massen auf uns reinstürmen. Und wieder zurück. Wen habe ich denn jetzt nach vorne geschickt? Nee. So. Den Roboter-Doc, das baue ich jetzt quasi, damit wir... noch... Wie heißen sie? Kolosse bauen können. Und genau das machen wir jetzt. Aber immer dual. Da. So. Ein paar Berserker von der Seite. Ein paar Hetzer auf der Seite. Und den hier raus. Ein paar Pylonen bauen. Scheiße, wir werden angegriffen.
Basis wird angegriffen. In Abudin Rashadal. So die Ehre. Haben wir echt zu spät geschalten gerade, also Icke. Mein Leben für Ayur. Und ihr seht ja, was passiert ist. Und vor allen Dingen, wie schnell es passiert ist. Beide Photonenkanonen weg. Upgrade durchgeführt. Später ist es so, dass wir wirklich von allen Seiten angegriffen werden. Ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, dass ich die Mission schon gespielt habe. Wiegt meine Bürde. Weil normalerweise haben wir das ja immer blind. Aber sei ganz ehrlich, Leute, ihr werdet noch sehen, dass das hier nichts nutzt. Mein Leben für Ayur. Und da kommen sie schon wieder. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Geil, noch ein Koloss. Wir müssen Einheiten produzieren, alles noch ein Nöcher. In meinem Namen neu erschaffen werden, erblickt meine größte Schöpfung. Das klingt so, als ob jetzt gleich... Mein Leben für Ayur. Kommt noch ein Unsterblichen mit raus. Ihr habt nicht gelügt. Und da kommen nämlich schon die Hybriden. Im Moment sieht alles gut euch aus. Euch gehört meine Ergebenheit. Das kann sich aber ganz schnell ändern. Das habe ich hier schon mitbekommen. Ich bin hier in den Schatten. Mein Leben für Ayur. Wir könnten quasi eigentlich auch... Ich erfasse beträchtliche Zerg-Aktivität in den Schwarmclustern. Bereitet euch auf ihren Angriff vor. Ja, jetzt wird's relativ unlustig, glaube ich. Ich werde Erlösung finden. Mein Leben für Ayur. Ich bin hier in den Schatten. Die Kolosse werden halt relativ schnell fertig mit den kleinen Zerglingen. Das seht ihr ja. Na, komm mal her. Ach ja, jetzt geht das los. Mein Leben für Ayur. Angriff. Upgrade durchgeführt. Basis wird angegriffen. Ich bin hier in den Schatten. Ich weiß, im Moment sieht es alles noch ziemlich moderat aus. Deswegen ja auch der Schwierigkeitsgrad. Aber es wird noch ziemlich unlustig. Das Coole ist, dass später hier aus diesem... ich würde es jetzt einfach ein Warpfeld nennen. Sprecht ihr mich an? Noch Spezialeinheiten rauskommen. Wie dieser Urun, der ja schon hier ist. Wir dürfen nicht sagen. Ich bin hier in den Schatten. Das Einzige, was wir nicht Basis wird angegriffen. Vergessen dürfen, ist mein Leben für Einheiten zu bauen. Einheiten. Ayur wird wieder auferstehen. Da kommt sogar was. Zurück in die Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Unsere Phasengleiter sind bereit, ihren Anteil beizutragen. Phasengleiter? Prisma Inhibitoren der Ich will hier. Alle Geschütze auf den Hybriden. Es ist gut, euch zu sehen, großer Moandar.
Für Ajur. Ich bin das Herz der Finsternis. Mal gucken, ob wir die ganze Armee überhaupt hier... Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Mit F2 können wir, glaube ich, alle immer aussehen. Erneut diene ich. Mein Leben für Ajur. Ne, mit F2 können wir hier 54 Armee-Typis haben wir. Ich bin hier. Das Problem ist. Ach du Scheiße, das sehe ich jetzt erst. Dass quasi unsere Überwachungsdrohnen mit reinkommen dann. Das ist nicht gut. Shosak Mok Nul. Phasenleiter? Beobachter. Mein Leben für Ajur. Erneut diene ich. Scheiße. Na, die finde ich doch hier niemals. Nee. Ist auch egal. Hauptsache, wir haben genug Einheiten immer. Das ist hier das aller wichtigste. Mein Leben für 200 Einheiten können wir haben. Hier können noch welche raus. Erneut diene ich. Hier auch noch 5. Ja, 427 haben wir schon gekillt. Da kommt wieder der Angriff. Ich bin hier in den Schatten. Basis wird angegriffen. Die Balance wird wiederhergestellt. Ja, was ich halt aus den Versuchen, die missglückt sind, gelernt habe, ist, dass man nicht davor zurückscheuen sollte, hier wirklich alle zu bauen. Und zwar die ganze Zeit. Haut Armee raus, wenn ihr diese Mission habt. Noch und nöcher. Scheiß drauf. Ihr braucht alles. Vor allen Dingen auch Unsterbliche und so. Mit den Phönix- und Phasengleitern und so eine Sachen, die vernachlässig immer ein bisschen. Aber hier die Upgrades, die werden wir uns als nächstes auf jeden Fall mitnehmen. Immer darauf achten, von wo sie kommen. Bodenpanzerung, Bodenwaffen und Schilde und so ein ganzer Scheiß. Da kommen sie schon. Mein Leben für Ajur. Ich bin diesmal wirklich zuversichtlich, weil diesmal mache ich hier keine halben Sachen. Diesmal baue ich einfach eine riesige Armee. So die Ehre gebietet. Ich bin hier in den Schatten. Das war nämlich, glaube ich, mein Fehler immer davor. Ich meine, ihr seht, was ich hier für eine riesige Armee mittlerweile habe. Das sieht viel weniger aus, als es tatsächlich ist. Angegriffen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Die Balance wird wiederhergestellt. Shosak Mok Nul. Da seht ihr schon, dass es ordentlich abgeht jetzt. Wir müssen handeln. Basis wird angegriffen. Jetzt wird's nämlich enge. Ab einem gewissen Punkt können wir gar nicht mehr draußen alles verteidigen. Sondern müssen bloß noch gucken, dass wir das Teil hier verteidigen. So die Ehre gebietet. Sprecht ihr mich? Sprecht ihr mich an? Shosak Mok. Was auch immer das heißt. Pylonen, wir brauchen Pylonen. Ja, im Moment ist noch alles ruhig, aber das Ganze geht noch richtig heftig ab. Ihr seht auch, wir haben noch... Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Das wissen wir doch schon. Wir haben auch noch 11 Minuten auf dem Drücker. Ja.
baue jetzt hier einfach alle zu mit Pylonen. Es werden halt immer mehr Typis, die uns angreifen. Wir haben ein Versorgungslimit erreicht. Ich glaube, es geht nicht mehr als, Upgrade durchgeführt. Okay. Es geht also nicht mehr. Alles richtet sich gegen euch. Selbst der Boden unter euren Füßen trägt bereits die Saat eurer Zerstörung in sich. Mhm. Der Boden unter unseren Füßen. Na, was könnte das denn bedeuten? Richtig! Kackbärts kommen hier raus. Aber wir haben eine riesen Armee. Und die Upgrades laufen auch durch. Na komm. Make it happen. So, jetzt kriegen wir noch mehr Unterstützung. Exekutorin Selendis, entfesselt die gesamte Macht eurer Streitkräfte. Womöglich wird es kein Morgen geben. Die sind richtig heftig drauf, die Viecher. Sprecht ihr mich an? Die können halt auch auf den Boden schießen und ihr seht ja hier, sind ein paar Special-Typis bei. Ja, wir können nochmal gucken. 200 Armeestärke dürfen wir bauen. Das wird aber auch nicht mehr, egal wie viele Pylonen wir bauen. Ach ja, schön. Müssen wir mal gucken. Was kostet denn eins? Was können wir denn bauen, was nur eins kostet? Ist gerade ruhig. Es ist ruhig. Zu ruhig. Das ist ein ganz schlechter Actionspruch. Also wirklich sehr ruhig, ne? Aber da kommen sie schon wieder. Schwer. Basis wird angegriffen. Die Balance wird wiederhergestellt. Such das Salon. Im Dienste Ajurs. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Mit Sicherheit, wusstest du das? Ich werde Upgrade durchgeführt. Wir sind einfach nur, komm, die 8 Minuten will ich das Teil hier noch verteidigt haben. Auch für die Lufteinheiten natürlich jetzt die Upgrades hinterher pfeifen. Denn jetzt haben wir ja mittlerweile richtig fette Lufteinheiten. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ach, Mann, Kopf zu. Gerechtigkeit wird herrschen. Na aber, das will ich doch wohl hoffen. Nee, mein letzter Versuch endete damit, dass ich mit ein paar, ich glaube mit 3 Lufteinheiten in die Ecke getrieben, hier hinten war. Die Forschungseinheit konnte ich nicht halten. In den letzten 10 Sekunden ist die zerstört worden. Und mir, ich habe glaube ich 1473 oder 75 feindliche Einheiten getötet. Also es war echt ein knappes Ding. Basis wird angegriffen. Shosak Moknu. Weil jetzt seht ihr auch, was die Zerken sonst noch können. Die haben halt noch ganz andere Lufteinheiten. Ayur wird wieder auferstehen. Nicht so weit rauslocken lassen. Es sind noch ein paar in Mache. Die kommen natürlich nach, sobald sie können. Wir müssen handeln. Mach ich, ja. Ja, und da seht ihr schon, wir haben schon mittlerweile der gute Zeratul, der Urun,
Mohanda und Selendis, das sind quasi die, ja, die obersten der Protoss, der ganzen, die ganzen Tribes, also die ganzen verschiedenen Stämme der Protoss schließen sich hier zusammen in einem einzigartigen, endgültigen Krieg gegen die Zerg im weitesten Sinne. Denn wir haben ja gelernt, die Zerg sind ja gar nicht mehr so die Zerg, die sie mal waren, sondern die sind ja unterjocht von diesen Hybriden. Der Gefallene. Der mir nicht Gefallene. So. Die Ruhe vor dem Sturm. Mir soll's recht sein. Zumindest solange hier die Forschung noch durchtickert. Also dieses Archiv hier. So lange hätte ich gerne einfach nur Ruhe. Dann können wir uns ein bisschen unterhalten. So wie ich euch erschuf, so werde ich euch vernichten. Mhm. Upgrade durchgeführt. Wir können nicht standhalten. Ehre den Erstgeborenen. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir auch genügend Berserker haben. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Weil die halt wirklich gut im Nahkampf sind. Ehre den Erstgeborenen. Obwohl die mir immer ein bisschen zu weit rausgehen. In Arudin Rashagal. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Das ist ja auch schön so. Ayur wird wieder auf. Basis wird das Einzige, was ihr vielleicht sehen könntet... ist, dass die Frames ein bisschen absacken. Das hängt tatsächlich nicht mit meinem Computer zusammen, sondern das ist einfach... das ist einfach StarCraft. Nein, 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 nein. Ich bringe Basis. Zerstöre meine Basis, ist mir scheißegal. Euch gehört meine Ergebenheit. Aber nicht das Archiv. Upgrade durchgeführt. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. In Arudin Rashagal. So die Ehre. Mein Leben für Ayur. Basis wird angegriffen. Na, ihr seht schon, es wird immer mehr. Ich werde auch immer ruhiger. Denn jetzt will ich nur noch das Teil hier schützen. Es wäre ganz gut, wenn wir unsere Basis so ein bisschen verteidigen können. Basis wird angegriffen. Ja, ja. Der Feind rückt näher. Aber 2 Minuten 30, komm, das schaffen wir. Ihr seht schon, ne? Ich baue hier auch keine neuen Verteidigungslinien oder sonst was. Obwohl wir könnten... Basis wird angegriffen. Wir könnten zumindest hier oben ein bisschen absichern nochmal. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Gerade an den Flanken halt. Mein Leben für Ayur. Weil da ja doch immer gut viele rauskommen. Und da wir eh Kohle ohne Ende haben, ich meine, schaut euch das mal an. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Okay, haben sie. Damit bekommen wir, jetzt wollt er gerade angreifen, ne? Upgrade durchgeführt. Oh, die Upgrades. Alle mitnehmen. So, hier drüben auch nochmal. Ein paar Geschützstellen. Blubb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 lub
Und nein, das ist nicht übertrieben, Leute. Kann euch ja nicht sagen, wie mich das genervt hat. So oft hintereinander zu verlieren. Schwer wiegt meine Bürde. Na, noch 30 Sekunden, dann können wir hier abdampfen und dann ziehen wir uns zurück hier in die Mitte. Obwohl, wir werden erstmal hier bleiben, glaube ich. Solange, bis es wirklich zu viel wird. Boah. Es gibt kein Entkommen für euch. Wenn du das sagst. Das ist natürlich mies jetzt. Basis wird angegriffen. Oh. Basis wird angegriffen. Wir haben quasi das Archiv jetzt verteidigt. Durchgeführt. Ja, ja, soll uns egal sein. Wir bauen hier. Shosak Mok Nul. Ehrlich. Wir müssen handeln. Mach ich ja. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Wir dürfen. Am besten überall. So eine Schussteile hinbauen. Ne, ihr seht schon, ne? Wir fallen immer weiter zurück in unsere Basis. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Aber das kann uns erstmal egal sein. Solange wir nämlich das hier hinten sichern. Basis wird angegriffen. Weil da vorne, ihr seht's jetzt kommen sie aus allen Richtungen. Basis wird angegriffen. Ich überlasse jetzt hier nichts mehr dem Zufall. Basis wird angegriffen. Nee, nicht du. Nicht du. Die hier. Ich werde Erlösung finden. Zurück in die Schatten. In Arudin. Ich glaube, wir bleiben trotzdem hier unten. Da oben haben wir ja mittlerweile so viele Geschütze. So Leute, noch knapp 500 Typis müssen wir abbrezeln. Erst dann haben wir es geschafft. Der Feind rückt näher. Wir verlieren aber zum Glück, oder interessanterweise eigentlich, gar keine Einheiten. Ne, ihr seht's ja, 197 von 200, immer noch. Ab jetzt ist es nur noch ein Geduldsspiel. Ayur wird wieder auferstehen. Ein Hetzer hat es gerade zerlegt. So die Ehre gebührt. Upgrade durchgeführt. In Arudin Rashadal.
Ja, die ganzen Zerklinge, das sind quasi die, die uns die Zahlen hochreißen. Falls ihr euch fragt, was diese kleinen fliegenden Teile sind, sind irgendwie von denen da. Basis wird angegriffen. Zurück in die Schatten. Wir kriegen Unterstützung. Ach, genau. Passt mal auf, was jetzt rauskommt. Hier spricht Hierarch Arcanis, Befehlshaber über die Schild von Ayura. Unsere Matrixfelder sind in Reichweite. Massenrückruf initiieren. Na, kennst du den noch? Oder, ja, du? Du vom Fernseher? Brüder und Schwestern, hört mich an. Die Zeit ist knapp. Ein jeder, der von unserer Spezies, unserer Zivilisation noch übrig ist, steht hier und jetzt an eurer Seite. Habt Vertrauen ineinander. Kämpft mit einer Seele. Lasst unsere letzte Schlacht ein Fanal sein, sodass die Erinnerung an uns bis in die entferntesten Winkel der Galaxis strahlt. Entaro Tassadar! Masseltorf. Ayur wird wieder auferstehen. Ja, ihr seht schon, die haben jetzt alle hier wie so ein extra Schutzschild nochmal. Das ist durch den... Ja, wie nennen wir es? Durch den Übelst-Motherfucker. Auf jeden Fall schaffen wir es. So die Ehre gebietet. Ehre den Erstgeborenen. Boah, Leute. Zurück in die Schatten. So viele kaputt. Upgrade durchgeführt. Euch gehört meine Ergebenheit. In Arudin Rashagal. Das ist die Frage, von wo sie kommen. Wir dürfen nicht sagen. Ayur wird wieder auferstehen. Ja, und wenn wir die Mission erfüllt haben, haben wir, glaube ich, auch... Die Balance wird wiederhergestellt. Haben wir, glaube ich, auch die Erinnerung von Ceratul auf diesen Kristall dann durch. Kaum noch 8 Gegner. So die Ehre gebietet. Wenn ich jetzt wüsste, dass es dann das wirklich das Ende der Mission ist, würde ich jetzt einfach rausziehen und gucken, was wir da abknallen können. Das könnten wir echt machen, wa? Alter, deswegen haben die auch so viele Einheiten. Die haben hier goldene Vorräte. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Törichte, hochmütige Kinder. Es gab eine unter euch, die meinen großen Plan hätte gefährden können. Aber in eurer Verblendung habt ihr sie für die wahre Bedrohung gehalten. Die Königin der Klingen. Wie hätten wir das ahnen sollen? Basis wird angegriffen. Kämpfen bis der letzte Protoss fällt. Subdash Salok. Ja Leute, ich würde sagen, wir können jetzt hier eine richtig lange Mission draus machen. Basis wird angegriffen. Weil wir nämlich gut Feuerpower haben. In Arudin. Mein Leben für Ayur. Oder wir können einfach sagen, weißt du was? Upgrade du Zerg-Arschloch? Spür Jeder unsere Macht. Erschöpft. Im Dienste Ayurs. Mineralienfeld erschöpft. Wir dürfen nicht sagen. Ehre den Erstgeborenen. Basis wird angegriffen. Das würde mich ja interessieren, ey. Was passiert, wenn man hier wirklich die ganzen Ayur Zerg auslöscht? Wieder auferstehen. Kann man das überhaupt? Ich bringe euren Untergang. Ihr müsst zusätzlich. Basis wird angegriffen. Die Balance wird wiederhergestellt. Zurück.
den Schatten. Ich bringe euren Untergang. Basis wird angegriffen. So die Ehre gebietet. Basis wird angegriffen. Ja, ist jetzt die Frage, nämlich, die ich habe. Was machen wir denn jetzt? Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Basis. Weil im Endeffekt geht das jetzt, glaube ich, so lange, bis auch der letzte Protoss tot ist. Vespin-Geysir erschöpft. Ich werde Erlösung finden. Vespin-Geysir erschöpft. Deswegen glaube ich, lassen wir unsere Leute einfach mal auflaufen. Auch wenn es mir in der Seele leid tut. Zurück in die Schatten. Sprecht ihr mich an? Weil ihr seht's ja, wir haben quasi so eine mächtige Armee, die können uns eigentlich nicht viel. Das ist sehr lustig. Scheiße, machen wir jetzt. Schaushard Mock Null. Wir das ahnen. So wie ich euch erschuf, so werde ich euch vernichten. Es ist vorbei. Ja,
Die finale Schlacht der Protoss in einer Vision vom Overmind, Brainbug, wenn man so möchte. War ganz cool. Zum Schluss hin ein bisschen blöd, dass wir eigentlich eine extrem fette Armee hatten. Hätte ich da jetzt nicht einfach uns ins Verderben gestürzt, dann hätten wir da noch stundenlang so gehangen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es hier dann weitergeht mit den Terranern beim nächsten Mal wieder. Denn wir sind wieder in den normalen Missionen, so viel ich weiß. Bis dahin, macht's gut.